Ach komm, ich kann hier an die Wände nichts dran setzen. Nein, da ist ja mein ganzer Plan jetzt im Arsch. Muss ich die noch irgendwie verstärken? Ah, sind das nur ganz normale Trennwände irgendwie? Aber. Okay. Das ist schade. Wir haben hier Eisenwand. Ich probiere es nochmal, dass wir die Eisenwand irgendwie, vielleicht doch, dass wir die verstärken oder so. Da kann ich jetzt nichts machen. Ich kann doch nicht wieder meterdicke Vierecke hier dran setzen. Das wäre doch jetzt hier so viel schöner. Okay, hoppla. Jetzt bin ich an dem Plotstopper angekommen. Also Eisenwand haben wir hier. Wir haben hier vorne Eisengerüst. Ich kann doch hier nicht sowas dran bauen. Könnte das jetzt hier dran bauen, aber dann sieht es auch nur wieder so aus wie hier. Das ist in der Tat ärgerlich jetzt. Dann müssen wir uns hier behelfen und müssen hier irgendwie in die Mitte einfach nochmal hier. Nee, das ist falsch. Müssen hier in die Mitte oder hier an die Seite. Bauen Eisengerüst. Kann ich nicht. Ich kann hier auch nichts an die Wand dran setzen. Was soll das denn? Das ist ja total unnütze hier, das Ganze. Habe ich hier so schön eine Wand hochgezogen und das bringt gar nichts. Die Frage ist, wenn ich hier das hier jetzt dran mache, ich baue das mal dran, können wir dann was dran setzen? Offenbar nicht. Ich frage mich, für was dann die Wände sind. So, in dem ganzen Krimskrams habe ich jetzt natürlich, wo habe ich denn mein Tablet? Irgendwo müsste hier noch das Tablet rumliegen. Ah. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was sehen bezüglich der Wände. Glasscheiben. Oh, Leuchten gibt es hier. Was braucht man denn da? Iron, Copper, Silikon. Okay, gut zu wissen. Spind. Schilder. Treppen. Stapeleinheit. Könnten auch Batterien bauen. Eisen, Gold und Kupfer. Ich suche jetzt eher nach den Wänden, ob da irgendwie was erkennbar ist, was hier für was ist. Oh Gott, Gott. Schaut euch das mal an. Logik, Speicher, Logik, IO, Logik, Schalter, um Gottes Willen. Tablet können wir bauen. Peilsend, Eierkarton, Mikrowelle. Iron, Gold und Copper, das geht eigentlich. Ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Gut, wir haben halt kein Mehl für das Essen.
für die Riegel. Da, Eisengerüst. Eisenplatten. Eisengerüst, Eisenplatten. Ich sehe hier lauter doppelte Sachen. Irgendwie. Oh, es gibt ja auch Förderbänder. Das heißt, man könnte wahrscheinlich hier irgendwie ein Förderband anbringen. Dann fällt hier alles raus. Das wird dann gleich in den Fabrikator gebracht. Dann fällt hier alles raus und dann wird es irgendwo gelagert. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe da, hier Spind zum Beispiel. Rezept 164, ihr habt das vorhin schon gesehen. Ich weiß nicht, wieso die doppelt drin sind, die Sachen. Oder ob ich einfach hier schon zweimal durch bin. Wände, Bausatz. Eisenwand, Bausatz. Eisengerüst. Eisenwand. Na gut, da müssen wir uns jetzt zur Not behelfen. Wir basteln hier in die Ecke. Oder wir könnten auch hier was hin basteln. Wir basteln hier in die Ecke. Hier. Basteln wir einfach eine normale Wand. Das ist schon seltsam. Und ich habe mich schon so gefreut, weil ich hier das so schön basteln kann. Also wir hauen hier jetzt sowas her. Macht zwar meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Das können wir auch wieder wegmachen. Dann müssen wir eine Wand setzen. Eisenplatte. Eisenwand. Ich kenne mich gar nicht mehr aus, was was ist. Nee, das ist falsch. Eisenwand ist falsch. Die schmeißen wir gleich mal hier hoch. Die braucht kein Mensch mehr. Eisengerüst. Nein, das brauchen wir. Eisenplatte. Hier müsste aber irgendwo nochmal die ein oder andere rumliegen. 6 Stück haben wir noch. Wir bringen die mal an. Mit dem Schneidbrenner. Sieht halt blöd aus jetzt, ne? Nun gut, nun gut. So sei es. Jetzt müssen wir den Stand von vorhin wiederherstellen. Vorhin... Ja, natürlich sind wir wieder hungrig. Ich glaube, vorhin war es so, oder? Ich mach mal nochmal auf. Jupp. Dann schmeißen wir da die Batterie rein. Oh, die haben wir ja jetzt im Tablet. Die haben wir jetzt im Tablet. Die Batterie können wir erstmal rausnehmen. Nee, die lassen wir drin. Ich muss nämlich nachschauen, was wir da noch am besten bauen. Die können wir hier reinsetzen. Dann müssen wir jetzt Kabel legen. Die Kabelkurve nehmen wir raus und legen hier rüber. Oder das machen wir hier. Dann sehen wir das ein bisschen besser, bevor ich hier anfange, in den Wänden rumzufuhrwerken. Das sieht mir wie ein Loch aus. Ob das hier dann auch dicht ist, ich weiß ja nicht.
Ich weiß ja nicht, Mensch. Das war natürlich wieder falsch. Wir müssen nämlich hier gleich hoch. Sehe ich jetzt natürlich gar nichts. Wir bräuchten es genau andersrum. So. Nein. Gerade nach oben müssen wir. Dann müssen wir hier, da können wir, müssen wir wieder zumachen. Hat wieder keiner aufgepasst. Power low. Und die Power ist low, das ist schlecht. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch schnell genug. So, eigentlich müsste er jetzt hier dann, wir müssen nochmal aufmachen. Ich glaube, ich habe nicht eingeschaltet. Jetzt müsste er eigentlich dann laden. Okay, wir bräuchten jetzt doch nochmal die Batterie aus dem Teil hier. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Die Batterie müssen wir rausnehmen. So. Dann müssen wir unser Batterieladegerät noch bauen. Das heißt, wieso ist denn hier, habe ich wieder aufgemacht hier? Überlegt gerade. Eigentlich bräuchte man doch, wir müssen das hier lassen, damit wir auch in der Nacht dann hier arbeiten können. Auf der anderen Seite geht uns dafür dann eine Batterie irgendwie flöten. Jetzt pass auf. Vielleicht ist das auch irgendwie nur für Decken gedacht, diese Wände. Könnte auch sein. Wir gehen jetzt hier hoch. Wir müssen hier noch Kabel rüberlegen. Und wir müssten eigentlich dann hier noch weiter hochlegen zu der Batterieladestation. Wie basteln wir denn die am besten jetzt dran hier? Da geht nicht, da kommen wir mit dem Kabel raus. Wir könnten das aber so durchschleifen. Dass wir hier rüber gehen, hier hochgehen und gleichzeitig auch nochmal runter gehen. Ja. Gut. Das heißt, wir gehen hier raus mit einem Kabel
gehen erstmal gerade durch. Machen hier einen Trenner. So. Stecken gleich mal die Batterie hier rein, damit die auflädt. Einschalten. Gut. Ich hoffe mal, das passt. Und jetzt legen wir noch Kabel hierher. Da können wir gleich direkt hochgehen. Durchatmen, erstmal wieder alles so weit hergestellt wie beim letzten Mal. Es wird dunkel. Und vielleicht sollte ich auch mal wieder ein bisschen aufräumen. Was haben wir denn noch hier mit dabei? Wäre schon sinnvoll, wenn wir hier jetzt dann endlich zumachen. Das heißt, eigentlich müssen wir hier eine Wand machen. Hier müssen wir ein Fundament machen. Hier eine Wand, damit das hier quasi unsere Luftschleuse wird. Aber mir gehen langsam die ganzen Sachen aus hier. Mir gehen langsam die Sachen aus. Das heißt, wenn es jetzt wieder hell wird, müssen wir auf alle Fälle auf Rohstoffjagd gehen. So, den Gürtel können wir eigentlich auch mal einfach abwerfen, den brauchen wir nicht. Okay. Dann haben wir Hunger, dann gehen wir halt kurz was essen. Oh Gott, jetzt ist alles bald weg hier. Sojabohnen können wir noch essen. Eierkarton. Ich versuche mich mal an einem Ei. Geht nicht. Kann ich leider nicht essen. Nein! Kartoffel? Kartoffel kann ich essen, das ist schon mal gut zu wissen. Eigentlich bräuchte man die ganzen Sachen für Anbau, aber an das wage ich mich jetzt noch gar nicht. Gott, Gott, komme ich hier raus? Wir müssen noch das Ganze einebnen. Dann eine Wand. Oh Mann, wo sind denn die anderen Teile? Ich dachte, ich hätte da noch was. Ich dachte, ich hätte was. Ich habe leider keine Wand mehr. Das ist in der Tat ärgerlich. Das gibt's doch nicht. Wir haben doch die Wände nicht. Ah, ich habe die zurückgelegt. Ich habe die zurückgelegt. Glasscheiben. Ich dachte, ich habe die zurückgelegt. Ah, da sind sie. Also, dann probieren wir es nochmal. So. Eigentlich müssen wir es so machen, damit das gut ausschaut.
Das Problem, was ich hier habe, ist... dass ich jetzt hier nichts dranhängen kann. Ich muss da mal im Internet nachschauen, an was das liegt. Schauen mal, wir haben nämlich irgendwo auch noch so Türen irgendwo. Sensoren, Belüftung, Konsole, Luftschleusentür. Aber komischerweise nur eine. Nee, zwei sogar. Okay, die sind groß. Da hätte ich vielleicht vorher mal schauen sollen. Uiuiui, die ist aber groß. Heieiei. Okay, wir bauen die mal ein. Ja, doch. Finde ich jetzt ganz gut. Jetzt komme ich nicht rein, ne? demontieren wollen wir es nicht. Wir können es aufbrechen. Ja, kann man erstmal so lassen. So, jetzt haben wir hier einen Anschluss, einen Datenanschluss und einen Stromanschluss. Genauso hier drin. Oh Gott, wie wir hier drüber markieren. Das ist ja blöd. Können wir da noch irgendwie Abhilfe machen? Können wir da irgendwie was drauflegen? Das ist ja unschön, wenn man hier so komischerweise auf und ab läuft. Eisengerüst. Ah, nee. Mist. Decke wird gehen. Ah, doch, geht. Ach, wir haben hier gar keinen richtigen Boden. Jetzt checke ich das erst. Wir können auf dem Boden Leitung. Ah! Okay. Na, Moment mal. Ich verstehe das jetzt schon, dass wir hier unter dem Boden quasi Leitungen legen können und dann hier so eine Platte drüber legen können. Aber dann können wir ja trotzdem hier die Gerätschaft nicht drauflegen. Das hier vom Boden her wird wahrscheinlich sogar passen. Ist zwar immer noch ein bisschen tief jetzt hier, aber trotzdem. So, ja, und jetzt haben wir halt keine Eisenplatten mehr. Die brauchen wir dann, die müssen wir erst wieder dann zusammenbasteln. So, hier ist rot, hier ist gelb. Ich denke mal, das wird noch nicht reichen für das Tablet. Ich probiere es mal. Medium, okay. Einschalten. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier für Wände, Eisenwand, Wände. Was ist da der Unterschied? Iron und Copper. Ach, ein bisschen mehr Erklärung würde ich mir wünschen. Ich gehe nochmal jetzt hier komplett zurück. Was war das denn? Glasscheibe. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Weil normalerweise müsste das auch hier vorne. Also hier vorne sind echt nur die Rohmaterialien. Eisenplatten, Eisengerüst. Wir brauchen für Eisenplatten Eisen. Okay. Und Eisengerüst. Also, wir müssen auf Eisenjagd gehen. Wir müssen auf Eisenjagd gehen. Ich würde auch gern noch irgendwo eine Lampe hinbauen. Für Lampe brauchen wir, habe ich vorhin schon mal gesehen, hier, brauchen wir Eisen, Kupfer, Silikon. Ich glaube, Silikon haben wir sogar. Hier vorne. 4 Gramm sogar. Eisenbahn haben wir. Haben wir noch Kupfer? Haben wir leider keinen mehr. Da habe ich lauter Kupferkabel gebaut.
Hallo Ideenschmiede. Oh, was ist denn jetzt los? Hallo Breo Wolf. Hallo Hummer. Kommen ja alle gleichzeitig jetzt. Ah, okay. Also uns geht Kupfer ab. Die Frage ist, können wir vielleicht Kabelspulen einschmelzen und daraus dann wieder Kupfer bekommen? Ich probiere das mal. Eventuell eins ab. Wir machen mal halbieren und schmeißen das mal hier rein. An. Ist not powered. Ach, die Batterie ist leer. Die ist leer. Na gut, wir können jetzt hier. Moment, wir können jetzt hier die Batterie rausnehmen. Wir können die Batterie rausnehmen. So. Schmeißen das dann wieder weg. Und die Batterie tauschen wir dann hier. Gut, gut. Ah, und jetzt wird hier aktiviert. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob hier dann Kupfer rauskommt. Das wäre natürlich super gut. Ja, Humer schreibt schon, nein, das kannst du nicht. Dann habe ich das jetzt quasi verheizt, wenn ich das richtig lese. Kennst du dich denn aus, Humer? Das wäre super, wenn ich jemanden hätte, der mir hier kurz mal ein bisschen zur Hand gehen kann. Ich habe nämlich aktuell das Problem, ich habe hier so schöne Wände gebaut, aber ich kann an den Wänden nichts dran machen. Ne? Die Teile hier, die halten an den Wänden nicht. Was natürlich sehr blöd ist. Kann ich das nochmal abbrechen vielleicht? 5 Gramm. Nein, den Ofen kann man nicht mehr ausschalten. Ja, ich bekomme 3 Kabelspulen zurück. Das ist natürlich jetzt blöd. Rausfallen tut auch nichts. Sehr ärgerlich. Hier können wir ausschalten. Das frisst ja alles nur Strom. So verschwenderisch können wir nicht hier umgehen. Kohle. Dann müssen wir jetzt auf den neuen Tag warten, der gerade kommt. Oh Gott, und wir haben schon wieder Hunger. Wir brauchen den anderen Gürtel. Den anderen Bergbaugürtel. Und dann geht es nämlich jetzt los zum Kupfer und Eisen suchen.